Moin, moin, es ist Mittwoch, es ist 14 Uhr. Willkommen hier bei Tickmill. Willkommen zu meinem neuen Webinar. So, schön, dass ihr dabei seid. Was machen wir heute? Gucken wir direkt auf die Termine. So, heute ist der 20.07. Das heißt, wir machen eine Marktbesprechung. Das heißt, wir gucken uns an, was macht der DAX, was macht der DAO, was macht der Euro und auch ein kurzer Blick auf die Coins, also auf Ether und Bitcoin. Weil da gibt es auch so ein paar neue Bewegungen, die gucken wir uns gleich mal an und gucken auch mal, wo die Reise hingehen könnte. So, nächste Woche. Nächste Woche haben wir schon den August. Die Zeit, die rennt auf jeden Fall schon wieder. Nächste Woche, 3.8. haben wir ein Know-how-Webinar. Da werde ich euch ein bisschen was über Schadformationen und Kerzenformationen erzählen. Das ist bestimmt auch ganz interessant für den einen oder anderen mal zu sehen, was gibt es für Formationen, wie kann man die gegebenenfalls handeln. Also, nächste Woche, dritter, achter Know-how-Webinar. So, aber bevor wir loslegen, natürlich wie immer der obligatorische Risikohinweis. Das Ganze, was wir hier machen, ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Es soll nur dazu dienen, die Funktionsweise der Software zu erklären, bzw. es ist Schulungsmaterial. Oder Informationsmaterial. Ihr selbst müsst euch eure eigene Meinung bilden und selbst wissen, wann ihr einen Trade macht, wann ihr in einen Trade einsteigt und wann ihr auch wieder aussteigt. So, nochmal herzlich willkommen hier aus der Glut, aus dem Glutofen sozusagen. Also bei mir ist es hier wieder tierisch heiß. Selbst meine Technik, die äh, ist so ein bisschen am Limit und zwar hier seht ihr mal kurz, das ist so, zeigt mir die Temperatur meines Rechners an, beziehungsweise der CPU. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem Stream erkennen kann. Auf jeden Fall habe ich hier eine Temperatur von 91 Grad. Ich bekomme ja auch die ganze Zeit schon irgendwie so eine Warnmeldung, dass der Rechner zu heiß läuft. Momentan ist das bei 91 Grad. Ich glaube bei 99 Grad regelt sich der Rechner äh, automatisch ab, beziehungsweise es schaltet sich automatisch aus, um irgendwelche Schäden zu verhindern. Also falls der Stream gleich irgendwie weg sein sollte, ne, dann wisst ihr, hat mein Rechner aufgrund der Hitze die Grätsche gemacht. Ne? Also 91 Grad, drücken wir mal die Daumen, dass das irgendwie jetzt nicht auf 99 Grad dann noch entsprechend hochgeht. So, ich habe auch gehört, dass äh, es wohl Probleme mit dem... Chat, mit der Chat-Funktion bei Zoom gibt. Von daher schreibt doch mal kurz irgendwie ein Hallo oder so in die Kommentare, damit ich weiß, ob der Chat hier bei Zoom auch funktioniert. Gegebenenfalls muss man dann das irgendwie anders äh, machen oder irgendwas umstellen. Okay, also ich kann es lesen, das heißt, der Chat scheint zu funktionieren. Super. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Märkte und gucken uns die Märkte entsprechend an. So. Gehen wir als erstes mal auf den DAX ein. So, machen hier die Analyse mal kurz aus und schauen erstmal auf das ganz große Bild. Das heißt, das ganz große Bild ist in dem Fall der Wochenchart. So, schreibt nochmal den Trend dazu. So, was sehen wir hier? Wir sehen immer noch einen Abwärtstrend. Ne, lange Aufwärtstrend hier nach dem Corona-Crash. So, und dann gab es auf jeden Fall eine ziemliche Talfahrt mit einem Trendbruch. Und jetzt seit äh, ein paar Wochen befinden wir uns im Abwärtstrend auf Wochenbasis. Was sehr interessant ist, ist hier folgendes: das Tief und äh, das Tief. Also, wenn man jetzt mal sagt, okay, wenn man es mal nicht ganz scharf betrachtet, dann würde man sagen, okay, das ist hier ein Doppelboden. Ähm, ne, also der, der zweite Downer sozusagen hier ging zwar ein paar Punkte tiefer als jetzt ne, das tief, aber wir befinden uns hier im Wochenchart. Da kann man auch mal 5 gerade sein lassen und muss das nicht punktgenau betrachten. Auf jeden Fall sieht das Ganze äh, hier nach einem Doppelboden aus, was gegebenenfalls dann mü darin münden könnte, dass wir wirklich den Boden jetzt hier im DAX erstmal gefunden haben bei der 12.300 ungefähr und dass gegebenenfalls der Abverkauf jetzt erstmal beendet ist. So, schauen wir uns mal den Tageschart an. Da gibt es nämlich auch etwas äh, Interessantes zu sehen. So, da muss ich hier aufpassen, dass ich hier nicht im Bild bin. Und zwar, man sieht folgendes: hier äh, langer äh, Abwärtstrend gewesen. Der hat sich äh, lange Zeit auch äh, hier runtergeschlängelt, gehalten. Und was man jetzt sieht, seit äh, gestern, vorgestern besser gesagt sogar. Wir haben einen Aufwärtstrend hier im DAX auf Tagesbasis. Also nach einer wirklich langen Phase, also nach ungefähr einem halben Jahr Abwärtstrend, machen wir das mal ein bisschen kleiner. Seit wann hat der Abwärtstrend begonnen? Ja, also ziemlich genau Ende letzten Jahres. Seit quasi nach über einem halben Jahr haben wir jetzt den ersten wirklichen Trendwechsel. Nicht nur Trendbruch, sondern Trendwechsel und wir haben hier entsprechend einen sich neu gebildeten Aufwärtstrend im DAX. Das würde so ein bisschen dazu passen, was ich gerade im Wochenchart erklärt habe, dass wir dort den Doppelboden haben oder dass wir dort vielleicht einen Boden gefunden haben. Und äh, in den kleineren Zeiteinheiten, das geht ja immer äh, schneller als in den größeren Zeiteinheiten. Haben wir sogar den Trend gewechselt und sind jetzt in einem Aufwärtstrend? Das heißt, auch das ist ein Zeichen, ein Indiz dafür, dass jetzt der Boden gefunden worden ist und gegebenenfalls wir höhere Kurse wieder erwarten können. So, dann holen wir uns mal die Analyse dazu. So, und wenn man den äh, DAX sich anschaut, so im Tageschart, ich mache den Trend mal kurz weg. Ähm, da muss man schon sagen, dass der DAX äh, auf, auf Tagesbasis dann doch äh, immer wieder erstaunlicherweise äh, recht genau läuft. Also, wir hatten, ich hatte hier die 12.487, die ich ja auch schon mehrfach äh, erwähnt habe. Das ist quasi der Doppelboden, den ich eben erwähnt habe. Hier die 12.487, die jetzt mehrfach gehalten hat im Tageschart sogar. 1, 2, 3, 4, 5 Mal sozusagen gehalten hat. Und ähm, das kann man schon mal als Statement einfach so hinnehmen, dass äh, ne, 5 Mal gehalten, 5 Mal nicht wirklich drunter geschlossen, ähm, ne, das spricht auch wieder dafür, dass der Boden jetzt hier erstmal gefunden worden ist und äh, entsprechend der Kurs weiter entsprechend nach Norden laufen könnte. So. So, wo sind wir hin? Gestern gab es eine massive Aufwärtsbewegung hier entsprechend. Das war in Gänze, was haben wir, 530 Punkte. Das sind wir gestern im DAX nach oben gebrettert? Bisschen von, äh, von politischen Nachrichten natürlich äh, getrieben. Das heißt, gestern ist ja wieder eine geringe Menge Gas durch die Pipeline, durch Nord Stream 1 äh, gelaufen. Das hat den DAX auf jeden Fall beflügelt. Und. Äh, auch sehr schön zu sehen, direkt an der 13.432, dann erstmal wieder gebremst und seitdem gibt es eine kleinere Korrekturbewegung. Und schalten wir uns den Trend nochmal dazu. So, wir befinden uns jetzt, wie gesagt, im Aufwärtstrend und jetzt geht es darum, kann der Aufwärtstrend bestätigt werden, kann der Aufwärtstrend dann entsprechend auch weiter fortgeführt werden. Und wie ich immer... Oder wie ich quasi immer wieder sage, wenn der Trend, wenn wir einen Trend weiter fortführen wollen, möchten, wenn der DAX das möchte, besser gesagt, oder die Märkte generell, dann brauchen wir eine Korrektur. So, und da sieht es jetzt zumindest im ersten Moment im Tageschart auch relativ, ich sag mal, in Anführungsstrichen einfach aus, äh, weil die Korrekturzone sich dann doch relativ leicht ableiten lässt. Und zwar. So, Korrekturzone 13.058, das heißt hier blaue Zone 12.917. Ne? Also hier in dem Bereich, da haben wir hier auch noch entsprechend ein schönes Trend hoch liegen. Das heißt, äh, holen wir uns auch nochmal die Fibos dazu. Also, wenn wir jetzt hier eine Korrektur äh, bekommen, wäre auf jeden Fall, ja, so... 13.000, 12.100, eigentlich ein sehr schöner äh, Bereich, bis wohin wir korrigieren könnten, um dann den Aufwärtstrend zu bestätigen, das heißt, ne, weiter fortzuführen und dann auch wirklich nach oben rauszulaufen. So, nun weiß man aber, dass wenn es einfach aussieht, heißt es nicht unbedingt, dass es wirklich so einfach ist. Also, ähm, Aufwärtstrend, erstmal soweit äh, okay, erstmal soweit deutlich. Was auch noch ins Auge fällt, ist natürlich diese Aufwärtsbewegung hier von, äh, von gestern, was auch, ja, was auch dann so ein bisschen nahe liegt, was auf der Hand liegt, beziehungsweise was, was typisches Marktverhalten ist, dass wenn es so eine schnelle Aufwärtsbewegung gibt, ohne wirkliche äh, Korrekturen, dass dann die Unterseite, das heißt, die Unterseite dieses Außenstabes, den wir ja haben, also das hier ist quasi der Außenstab von gestern, dass dort die Unterseite nochmal angetestet wird. Das heißt, wir laufen hier nochmal 12.900 zurück, gegebenenfalls ne, wirklich auch bis zum Anfang des Außenstabes ausloten und dann entsprechend nach oben, ähm, wieder nach oben drehen sozusagen und entsprechend nach oben rauslaufen. Das wäre so meine präferierte Richtung, die ich jetzt so im DAX sehe aufgrund des äh, Tagescharts, ähm, dass wir jetzt hier komplett wieder äh, nach unten laufen, die 12.487 nochmal testen. Ähm, sehe ich jetzt aus, jetziger, aus dem jetzigen Bild, aus dem jetzigen Chartbild nicht. Nichtsdestotrotz heißt es das nicht, dass der Fall eintreten kann. Aber ich glaube fast, wenn wir jetzt diesen Aufwärtstrend, der jetzt hier gebildet worden ist, der sich hier gebildet hat. Wenn wir jetzt wirklich entsprechend hier runterlaufen sollten, dann glaube ich allerdings nicht, dass dann die 12.487 wirklich noch ein sechstes Mal auch hält. Weil wenn, wenn diese Bewegung, wenn dieser Aufwärtstrend schon nicht gereicht hat, um den Kurs wirklich nachhaltig nach oben zu befördern, dann glaube ich nicht, dass sich jetzt hier nochmal die ganzen Käufer sammeln und das Ganze dann wirklich dann beim sechsten Versuch, ne, entsprechend nochmal nach oben schiebt also wie gesagt nach unten also wirklich dass wir nach unten laufen sehe ich jetzt erst nicht doch wenn wir nach unten laufen sollten über die 12487 dann glaube ich dann ist der boden noch nicht gefunden worden hier sondern dann sehen wir noch mal entsprechend tiefere kurse So, bis wohin können wir laufen, wenn wir jetzt wirklich die Korrekturbewegung entsprechend haben? Also, so, bis wohin könnte der Kurs laufen? Da fällt erstmal dieses Gap hier auf, was wir haben. Also bei 13.714 bis, was ist das? 13.780. So, ne? ich kann das auch mal ein bisschen länger zeichnen. So, das wäre also der nächste Anlaufpunkt. Dann, wenn wir diese Korrekturbewegung bekommen, 13.714 wäre der nächste, nächste Punkt, nächster Anlaufpunkt, wo dann die Reise entsprechend hingehen könnte. So, ich lade das Profil auch direkt mal hoch. Okay. So, gehen wir noch mal in die Stunde und gucken uns an, was die Stunde so macht, beziehungsweise wie die Stunde aussieht. <laughs> Gut, Stundenchart, eigentlich auch ein sehr deutliches Bild. Wir hatten hier die, die Aufwärtsbewegung, die jetzt gerade versucht wird auszukorrigieren. Und da ist das ähnliche Bild wie im... Tageschart auch. Also ich mache das mal ein bisschen kleiner hier und ein bisschen geraffter. Also da sieht man schon, wir haben hier in der blauen Zone jede Menge Trendhochs liegen. Hier eine Aufwärtsbewegung, die nicht auskorrigiert worden ist. Und wenn ich jetzt hier die Fibos anlege, dann werden wir wahrscheinlich auch ein Bild sehen. Naja. Guck mal da, dass äh, quasi ne, die 13.058, die ich hier eingezeichnet habe, die die passt quasi äh, punktgenau mehr oder weniger punktgenau mit äh, dem 61er Fibo-Level zusammen. Also ich lege mich mal fest und sage, dass wir den Bereich hier definitiv noch mal sehen werden und dass wir dort äh, ne, gute Chancen haben, äh, wirklich eine Korrekturbewegung zu sehen, um dann weiter nach oben zu laufen. Also von daher, der DAX ist eigentlich relativ äh, einfach, so jetzt in dem Moment zu greifen, weil es da klare Bewegungen gibt, klare Punkte gibt, wo die ganze Reise hingehen könnte und entsprechend wo Reaktion erfolgen könnte. So, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in den Dow Jones. So, Analyse machen wir auch mal kurz aus und. Schauen uns auch das große Bild an, das heißt den Wochenchart. So, holen wir uns den Trend dazu. So, was sieht man im Wochentrend bzw. im Wochenchart? Also, wir hatten hier eine Corona-Aufwärtsbewegung bzw. Aufwärtsbewegung nach dem Corona-Crash. Und dann entsprechend Abwärtstrend, der sich auch über mehrere Wochen, Monate hingezogen hat. Wann ging es los? Es ging los auch Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. So, Wochenbasis ist entsprechend noch vollkommen der Abwärtstrend intakt. Und wir haben auch nicht wirklich ähm, ja, einen Doppelboden so schön zu sehen wie jetzt im DAX. Das heißt, hier sind die Karten noch ein bisschen offener. Hier sind die Karten noch nicht so wirklich äh, klar verteilt, wie wir es eben im DAX gesehen haben. Gehen wir mal in den Tageschart. So, Abwärtstrend im Tageschart, den wir hier haben. Und was man jetzt aber auch sehen kann, dass auch im Dow Jones der Abwärtstrend jetzt erstmal gebrochen worden ist. Ne? Also wir hatten hier... Unsere letzte Abwärtstrendbewegung, dieser Trend ist jetzt erstmal rausgenommen bzw. gebrochen worden, aber wir haben noch keinen Aufwärtstrend. Damit ein Aufwärtstrend entsteht, brauchen wir jetzt hier auch entsprechend erstmal eine Korrektur und dann entsprechend ein Überlaufen dieses Hochs, damit wir auch im Dow Jones auf Tagesbasis einen Aufwärtstrend gebildet haben. So, aber was auch interessant ist zu sehen, wenn man einfach nur diese Trendbewegung hier nimmt, also wir gehen wir mal hiervon aus. Ne? Wir hatten oder ich mache das mal ein bisschen, bisschen breit, dann kann man es wahrscheinlich besser erkennen. So, wir hatten hier zum Beispiel diese Trendbewegung. Tiefere Tiefs, hier ne? fallende Hochs, alles klar. So, dann gab es hier auch einen Trendbruch entsprechend. Ne, der sich aber nur als Nebelkerze sozusagen erwiesen hat und danach ging es schlagartig nochmal äh, nach unten mit einem deutlich tieferen Tief. So, was wir dann hatten, weitere Korrekturbewegung und Trendrichtung, nochmal eine Korrekturbewegung, Trendrichtung und was hierbei auffällt ist, dass die Trendbewegungsrichtung ne, entsprechend immer kleiner wurde. Das heißt, wir haben hier das letzte tiefe Tief gehabt und danach kam eigentlich nicht mehr wirklich tieferes Tief. Also wenn der Trend jetzt ein wirklich sauberer, intakter, nach lehrbuchartiger Trend, wenn der jetzt fortgeführt worden wäre, dann hätten wir hier eigentlich dieses Tief nochmal unterschreiten müssen. Das heißt, ne, hier entsprechend hätten wir nochmal drunter gemusst. So, das ist jetzt nicht der Fall, sondern die Trendbewegung, die wir hier haben, die ist kürzer geworden, kleiner geworden und entsprechend jetzt auch Trendbruch. Das heißt, es ist auch ein erstes Anzeichen, oder besser gesagt, kann ein erstes Anzeichen dafür sein, dass wir jetzt hier auch im Dow Jones den Boden so ein bisschen gefunden haben. Aber wir sind noch nicht in der Phase wie jetzt im DAX, dass der Trend gebrochen ist, sondern das ist so ein erstes, klar, kleines, zartes Flänzlein, wo man sagen kann, ja gut, das äh, sieht fast so aus, als wäre die Party nach unten jetzt hier erstmal vorbei. Ne? Aber erstmal nochmal die Korrektur abwarten, bis wohin die Korrektur jetzt wirklich läuft. Weil es kann natürlich genauso sein, wie wir es hier hatten, ne? Trendbruch und dann, zack, einmal deutlich tieferes Tief. Das kann es hier natürlich auch passieren. Da weiß man, okay, auch wieder nur Nebelkerze. Ne? Aber wenn wir jetzt hier eine Korrekturbewegung haben, die meinetwegen ne, bis hier ungefähr läuft und dann entsprechend äh, nach oben, dann haben wir auch dort einen Aufwärtstrend etabliert. Und dann scheint die Südparty sozusagen auch im Da Jones erstmal vorbei zu sein. Okay, dann. Holen wir uns auch mal hier die Analyse dazu. So, Trend machen wir mal kurz aus. Und machen die ganze Nummer mal ein bisschen größer. So, letzte Woche, nee, besser gesagt vor zwei Wochen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, und da standen wir irgendwo hier. Vor zwei Wochen standen wir irgendwo hier in dem Bereich. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, hier 30.316 haben wir knapp verfehlt. Hier unten die Linie. Und äh, kann natürlich sein, es ist, äh, ist, äh, ist doof, aber kann sein, dass wir den Punkt nicht ganz erreicht haben und dass wir jetzt nach oben rauslaufen. Aber meine präferierte Marke. Ne, war eigentlich eher so die 30.175. Wenn man hier auch vom Profil sehen kann, ne, das Datum des Profils ist der 6.7. gewesen. Da habe ich das letzte Mal dieses Profil äh, aktualisiert. Das heißt, diese Linie existiert mindestens seit dem 6.7. Aber ich bin mir sehr sicher, dass diese Marke hier 30.175 auch äh, so ein bisschen oder dass sie schon äh, deutlich länger auch im Chart ist. Und wenn man sich so im Nachhinein auch äh, den Tageschart so anguckt, und ich weiß, dass ich ja auch schon öfters mal so erwähnt habe, so nach dem Motto, äh, ja, also der Markt vergisst in Anführungsstrichen, ne, bestimmte Marken einfach nicht. Und wenn man sich das dann im Nachhinein so anguckt, dann denkt man so, ach gucke. Ne? Also wir haben hier entsprechend die 316 knapp verfehlt, knapp verpasst, und die 318 30.157 30, ne, komplett verpasst. Aber wie man dann auch gesehen hat, dann ging es hier oben auch nicht weiter. Und erst als wir wirklich die 30.175 dann wirklich einmal abgeholt haben, ne, dann ging es entsprechend äh, weiter nach oben. Und zwar auch so weit nach oben, dass wir zumindest den Trend berechnen konnten. Ne, also. Die 30.175, die war anscheinend nötig, um wirklich, oder der Besuch der 30.175 war anscheinend wirklich nötig, damit der Kurs nochmal höhere Hochs hier entsprechend machen kann. So, ähm, wie könnte jetzt der weitere Fahrplan aussehen? Wo könnten wir hinlaufen? Oder nee, machen. lassen wir das ruhig mal ein bisschen größer. Also, wir brauchen eine Korrektur. Schalt mal den Trend nochmal dazu. Wir brauchen eine Korrektur. Damit wir wirklich hier einen Aufwärtstrend etablieren, brauchen wir eine Korrektur. Und da fallen auch so zwei Marken ins Auge. Zum einen die 910. Ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, wie oft äh, ne, ich die auch schon in, in, in Webinaren oder auch in meiner Telegram-Gruppe irgendwie genannt habe. Das ist auf jeden Fall eine Marke, die DAO super spannend, super toll findet. Die fällt ins Auge und als zweite Marke die 30.654. So, gucken wir mal, was die Fibos sagen. So. Also 30.910, kurz darunter ist die 61,8er FIBO-Marke. Das heißt, so eine Bewegung entsprechend. Machen wir mal die Füße mal wieder weg. So eine Bewegung hier würde durchaus äh, Sinn machen, würde durchaus ins Chartbild passen und würde auch in die Bewegung, die der DAO gerade macht, entsprechend auch wirklich äh, dort reinpassen. Das heißt, 910, 654, die beiden Marken sollte man definitiv auf dem Schirm haben. So, bis wohin kann die Reise gehen, beziehungsweise wo kann äh, Reaktion erfolgen? Und da haben wir hier oben die blaue Zone. Ich mache die auch mal ein bisschen länger, ein bisschen größer. Das heißt, das ist so ein Bereich, eine Korrekturzone, wo ich definitiv jetzt erstmal mit Gegenbewegung rechne, beziehungsweise wo dann auch erstmal zumindest kurzzeitig der Markt äh, ne, pausieren kann, beziehungsweise auch ja eine deutliche Korrektur wieder hinlegen kann. Also, wenn wir jetzt die Bewegung mal weiter denken, so so und entsprechend in die blaue Zone, also 32750 bis maximal 33206. Ist also erstmal eine relativ große Zone, knapp 1000 Punkte, aber wir wissen alle, wenn der wenn der Dow, äh, Lust hat, ne? Äh, dann macht er das innerhalb von, äh, von einem Tag, von einem halben Tag. Ne? Also kennen wir alle, wenn der da einmal rennt, dann rennt er. Also definitiv äh, kann das definitiv schon so sein, dass wir diese Zone hier auch in den nächsten Tagen sehen werden. Gut, gucken wir uns mal die Stunde an. Was sehen wir da noch? Gut, Stunde sehen wir hier auch. Deutliche Aufwärtsbewegung. Gestern ne, auch ohne wirklich nennenswerte Korrektur. Und wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen den Trendverlauf angucken, dann natürlich hier diese gelbe Zone. Das heißt, das ist ein äh, altes Gap. Das heißt, dass wir da nochmal eintauchen, auch zur Eröffnung gleich und dann entsprechend nach oben laufen, sieht auch im Stundenchart definitiv äh, plausibel aus. Also, diese Bewegung, die wir jetzt hier haben, holen wir uns hier auch mal die Fibus dazu. Ja, passt auch äh, mehr oder weniger wie Arsch auf Eimer. Also, ich habe hier die 30.000 oder 31.384, das ist so ziemlich genau das 618 Level. Das würde genau zu dem passen, was ich gesagt habe. Hier einmal in die blaue, Zo in die, nicht blaue, in die gelbe Zone eintauchen und dann entsprechend nochmal den Weg nach oben antreten. Ja, also für heute Stundenchart, Stundenhandel 30.000, 31.384 auf dem Zettel haben. Gut, gehen wir rüber zum NASDAQ. Was sehen wir da? Vor allem, wo ist mein Easy Copy hin? Da ist es. So, Analyse machen wir mal aus. Ah, beziehungsweise, ich glaube, ich habe gerade das Profil gar nicht hochgeladen. Das machen wir mal noch kurz. So, Easy Copy Profil ist online. So, Analyse haben wir ausgemacht. Gehen wir hier auf den Wochenchart und holen uns hier auch mal den Trend dazu. Oha, ich glaube, mein Rechner hat gerade die Biege gemacht. So, kurzer Moment mal. Ich muss mal gerade gucken, ob das hier irgendwie an der Über Überhitzung meines Rechners liegt. Ganz kurzer Moment, ich bin sofort äh, wieder am Start. So, da bin ich wieder, also ich <laughs> habe schon gedacht, jetzt haben wir die, die 100 Grad erreicht und das Ding hat sich irgendwie äh, verabschiedet, aber wir sind noch bei smarten 94 Grad, also alles noch im orangenen Bereich, sagen wir mal. Jetzt hat er sich auch wieder gefangen. Äh, Trend lassen wir an und machen den Trend mal noch ein bisschen dicker. So, Wochenchart. Was sehen wir im Wochenchart im Nasdaq? Also, wir sehen auch, wir sind im Wochenchart auf jeden Fall noch in einem Abwärtstrend unterwegs. Er sieht auch so im ersten Moment vollkommen intakt aus. Das heißt, eine tiefere Tiefs, tiefere Hochs befinden uns gerade in der Korrektur. Also von daher, da sieht jetzt zumindest auf Wochenbasis im Wochenchart noch nicht wirklich irgendwas nach Trendwechsel, Trendbruch oder ähnliches aus. Sondern vielmehr sieht man im Wochenchart, dass, oder kann man am, aufgrund des Wochencharts davon, nicht davon ausgehen, dass dort jetzt wirklich ein kurzfristiger Trendwechsel ansteht. Aber um das zu verifizieren, gucken wir uns mal den Tageschart an. Wie sieht denn der Tageschart aus? Und da sieht man, aha, aha, okay. Gucken wir einen an. Wir sehen nämlich einen Aufwärtstrend. Im Tageschart und ist auch der erste Aufwärtstrend seit wahrscheinlich auch wieder seit Beginn diesen Jahres. Wann ging es hier los? Ja, Ende letzten Jahres ging es los, und hier auch der erste Aufwärtstrend äh, seit seit einem halben Jahr im NASDAQ, das heißt, es ist auch ein erster Finger zeigt, definitiv dass hier auch der Boden gegebenenfalls gefunden worden ist. So, nun muss man aber dazu sagen, dass dieser Aufwärtstrend jetzt nicht wirklich schön ist, den der, den der Nestec hier macht. Also das ist eher so ein seitwärts geschlängele mit äh, ja kleineren höheren Hochs hier und kleineren höheren Tiefs. Also das ist jetzt noch nicht so, dass man jetzt sagen würde, okay Bums, das ist eine Ansage der Bullen. Da geht es jetzt wirklich nach oben, die Party, sondern das ist eher so ein verhaltenes seitwärts Geschlängele mit kleinen long Longtendenzen, nenne ich das jetzt mal. Aber so also wirklich überzeugend ist der Aufwärtstrend jetzt noch nicht. Aber schauen wir uns mal die Analyse dazu an. So, was sehen wir hier, was sehen wir da? Wir sehen hier entsprechend eine grüne Zone zwischen 11.230 und 11.000 ungefähr. Das war eine grüne Zone, die auch schon seit, ich weiß nicht wie lange im Chart ist. Auf jeden Fall, die hat erstmal das ganze, die ganze Abwärtsbewegung, den ganzen Abverkauf sozusagen gestoppt. Beziehungsweise da hat das Ganze gestoppt. Und äh, seitdem schlängeln wir uns hier halt in diesem leichten Aufwärtstrend äh, so nach oben. Und sieht man auch schön die Marken, die ich jetzt hier noch so weiter im Chart habe. 11.359, 11.569, alles Marken, die auch immer wieder schön reagieren, wo der Kurs drauf aufsetzt und entsprechend dann weiter nach oben läuft. So, wie kann die Reise jetzt weitergehen, beziehungsweise wo kann die Reise hingehen? Also für einen Aufwärtstrend äh, oder für einen nachhaltigen Aufwärtstrend ist mir das noch ein bisschen zu lasch, wie eben schon gesagt, was hier passiert. Das heißt, ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir definitiv nochmal einen Retest hier auf die grüne Zone sehen könnten. Ne? Also, dass wir auch so eine Art äh, Doppelboden vielleicht im Nesteck entwickeln dass es nochmal einen Kursrutsch gibt bis dahin und dann schauen, okay, hält der grüne Bereich hier unten und wenn ja, dann haben wir einen Doppelboden und dann schauen, wie läuft der Kurs dann nach oben, weil dann ist es so ein ähnliches Bild, wie, wir, wie ich eben im DAX gezeigt habe, dass die Bullen dort sagen, okay, ne, da unten geht es nicht weiter, also steige ich jetzt hier ein. Das wäre das erste Szenario. Zweite Szenario ist, wir stängeln uns jetzt weiter hier in so einem kleinen Abwärtstrend äh, weiter nach oben und dann fällt natürlich als erstes hier dieser violett oder blau markierte Bereich ins Auge so zwischen 12.800, 12 oder 13.000, also zwischen 12.800, 13.000, so in dem Bereich. Ich glaube fast, äh, dass dort dann erstmal Schluss sein wird und dass wir jetzt hier nicht äh, quasi so drüber laufen werden, als wäre. Als würde es diesen Bereich nicht geben. Dazu ist das Trendverhalten so, wie es sich jetzt gerade hier darstellt, oder das Trendverhalten gibt es nicht her. Zum anderen haben wir jede Menge Trendtiefs, beziehungsweise hier inzwischen hoch. Und wenn ich jetzt einfach mal die Aufwärtsbewegung mir oder die Abwärtsbewegung mir hier nehme, Nee, Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte ja von hier aus das Ganze, das sieht man auch, also hier ist 67, 61, also das hier in diesem Bereich, also 12.800, 13.000, da erwarte ich schon eine Gegenbewegung. Ne? Also eine Gegenbewegung, eine deutliche Gegenbewegung, die zumindest dann nochmal irgendwie bis hier unten, bis hier Bereich so um 11.800 korrigieren könnte. Also, viel geredet, aber irgendwie nichts gesagt, glaube ich, gerade in den letzten zehn Sätzen. Äh, also, was ich meine, den Bereich hier auf jeden Fall auf dem Deckel haben und äh, ne, hier unten den grünen Bereich auf dem Deckel haben. Das sind so die beiden Kernaussagen, die ich eigentlich sagen wollte und die ich relativ kompliziert in den letzten zehn Sätzen dargestellt habe. So, äh... So, Frage, Timo, sehr informativ, Dankeschön. Ab wann können wir denn mit deiner Legende rechnen? Also, ich habe ja letztes Mal im. Äh, war das im Know-how-Webinar? Ich glaube schon. Letztes Mal im Know-how-Webinar habe ich ja hier meine Linien und äh, was die ganzen Sachen bedeuten und Grün, Rot und Violett und bla 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 alles erklärt. Das heißt, das ist ja so eine Art Online-Legende, die ich da äh, gemacht habe. Also ein Schulungsvideo, Online-Legende wie diese Linien funktionieren beziehungsweise wie die zu interpretieren sind. Es ist ja im Prinzip ne, das, was du meinst, nur halt nicht in schriftlicher Form, sondern in Videoform. Sage ich jetzt mal so. So, haben wir da was äh, im Nasdaq? Nee, ne. Dann würde ich sagen, äh, machen wir uns rüber zum äh, Euro, weil ich sehe ja auch schon, es ist schon wieder 14:38. Sieben Minuten für 1, 2, 3, 4, 4 Märkte. Challenge. Äh, okay, also Andreas schreibt gerade, okay, habe ich wohl verpennt. Genau, schau dir mal, äh, das, äh, ja, das müsste das Webinar vor drei Wochen gewesen sein. Äh, letzte Woche war Helpdesk, davor war Marktbesprechung. Weiß nicht, welches Datum das war, aber das Webinar vor drei Wochen müsste das äh, das Webinar gewesen sein. Also das letzte Know-How-Webinar. Gut, Euro würde ich sagen. Analyse machen wir weg. Und holen uns mal den Trend dazu, obwohl ich glaube, das kann jeder auch ohne irgendeine Trenderkennung, was weiß ich, erkennen dass wir uns im Euro definitiv in einem deutlichen und ganz klaren Abwärtstrend befinden. So. Ah, so deutlich ist das gar nicht. Ja, also diese Bewegung hier, diese Trendbewegung, das ist so ein. Ich glaube, das habe ich schon mal erklärt. Diese, diese Kerze, die wir hier haben, ich mache das mal. Nee, weiter größer geht nicht. Diese Kerze, die wir hier haben, ist eine ganz spezielle Kerze, die nennt sich hier äh, One Bar. Ähm, weil die gleichzeitig ein tieferes Trendtief und ein höheres Trend hoch hat. Aber das würde ich jetzt mal außen vor lassen und äh, würde das Ganze mal äh, hier als eine Trendbewegung sehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal versuchen, das Ganze auf Low zu stellen, will er ich Lowest? Will er auch nicht? Das ist, kommt durch diese One Bar hier. Also rein, rein wirklich äh, Trendtechnisch gesehen, also fachlich scharf betrachtet, haben wir hier einen Trendbruch drin im Trend. Aber wie gesagt, diese One Bar ist so ein bisschen speziell. Rein trendtechnisch ist das korrekt, aber äh, ich würde es jetzt eher so betrachten, dass wir jetzt hier einen durchgehenden Abwärtstrend haben und dass das hier die Korrekturbewegung ist, sondern nicht unbedingt ein Trendbruch schon. So, oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ähm, also, Trend, äh, Abwärtstrend haben wir immer noch. Holen wir uns mal die Analyse dazu. So, und ich hatte jetzt hier. Den Trend mal aus. Ich hätte jetzt hier als letzte, letzte Bastion. Letzte Bastion. Hier ist einfach viel zu heiß. Letzte Bastion. Habe ich ja gesagt, hier die knapp 1 Euro, beziehungsweise ein Dollar, 1 Dollar 1,000,75. Das ist die letzte Bastion, die halten muss. Ansonsten sehen wir, glaube ich, deutlich tiefere Kurse unter 1 Dollar pro Euro. Beziehungsweise, ja, doch. Genau. Also unter 1 auf jeden Fall. Und man sieht auch, dass hier mehrfach versucht wurde, entsprechend das Ganze zu unterbieten, aber dass hier auf jeden Fall Stützkäufer immer wieder stattgefunden haben. Und dass wir nicht unterhalb des 1 Euro geschlossen haben, sondern ziemlich genau hier bei der 100075. Und seitdem läuft hier so eine Aufwärtsbewegung, so eine Korrekturbewegung. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass wir diese 1 Euro nochmal sehen werden. Also entsprechend so. Wo ich aber auf jeden Fall erstmal mit äh, Gegenwehr rechne, beziehungsweise wo auch die Korrekturbewegung erstmal zu Ende sein könnte, wäre hier bei der 10359. Ne, das wäre so der Bereich, den ich oben auf der Uhr haben würde, beziehungsweise hier unten 1 Euro, beziehungsweise... Was ich jetzt gerade noch sehe. Gucken wir uns das mal im Stundenchart noch an. Ja. Wer auf jeden Fall für den kurzfristigen, für die kurzfristige Korrektur die 100735. Das heißt, wenn das Ganze, was, jetzt, was wir jetzt hier haben, dann doch in einem Aufwärtstrend münden sollte, dann wäre die Bewegung 100735 und dann entsprechend auf die 10359. Ne? Das wäre dann diese Trendbewegung. So, ich lade das Ganze auch direkt mal hoch. Und gehen wir noch kurz auf... Ether und Bitcoin ein. So, was man nämlich hier sieht, ist auch sehr interessant. Ich hatte das, ich glaube, die letzten Tage schon mal irgendwo angekündigt. Wir können, es sieht fast so ein bisschen danach aus, als würde auch in den Coins jetzt der Abverkauf erstmal gestoppt worden sein und dass wir jetzt hier einen. Ja, einen ein Boden gefunden haben und auch wirklich äh, ja, der Hype so langsam wieder zurückkommen könnte. Also was man hier sieht, Seitwärtsbewegung sind ja auch im Tagesschart lange angehalten hat. Und jetzt haben wir seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tagen seit über einer Woche nur bullische Kerzen mit einem Ausbruch aus dieser Range hier. Das heißt, sehr interessantes äh, Szenario. Also, wenn wir jetzt hier wirklich den Aufwärtstrend weiter fortführen möchten, den wir jetzt hier gerade etabliert haben, dann nochmal eine Korrektur auf die, was haben wir hier ungefähr im Bereich von 1250 ne, und dann nach oben. Dann ist, glaube ich, der Abverkauf in den Coins auch erstmal gestoppt. Aber obacht, hier an der 1731 hier im roten Bereich. Da könnte dann die Reise erstmal zu Ende sein. Also, wenn man jetzt den Gedanken weiter spinnt, wir haben hier den Ausbruch. Dann könnte das Ganze so aussehen. So, kurz auf Bitcoin. Da sehen wir ein ähnliches Bild. Also, auch hier diese Seitwärts-Range. Ausbruch und hier befinden wir uns jetzt so ziemlich punktgenau an der 23.614. Das heißt, ja haben wir eine ähnliche Situation, Korrektur hier auf diese Hochs zum Beispiel, auf diese auf diesen Rangebruch und dann gegebenenfalls ne, weiter auf die ehemalige Supportmarke 31.000 bis 29.500. So. Ich bin durch. Also mit dem Webinar und auch mit der Hitze hier. Und so. Gut, also wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. 14 Uhr, wie gesagt, da gibt es ein Know-how-Webinar mit Chartformationen. Ich erzähle euch ein bisschen was über Kerzenformationen und Chartformationen. Und hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, gute Trades und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.